Wir haben Samstag 18.27 Uhr. Ja. Am 15. Juni. Ich sitze hier mit Sascha. Ja. Hallo Sascha. Hallo. Kurz zu deiner Person. Du bist Geschäftsführer von Delicious Supplements. Mhm. Du bist Head Coach von Gorilla Instinct. Ja. Du bist Europameister bei der WBFF 2013 ja. gewesen. Und du warst beim Supertalent 2012. Ja. Darüber will ich als allererstes gerne reden, weil die Überschrift, die ich gelesen hatte bei der Bild, war Michel Hunziker ja. feiert Stripper. Dieter Bohlen sagt trotzdem raus. Nee, ich wurde gar nicht rausgewählt. Bohlen hat ja gesagt. Alle haben ja gesagt. Ne? Gottschalk hat ja gesagt und Hunziker hat auch ja gesagt. So. Und das Problem ist, es war die erste Runde 2012, wo es den Golden Buzzer gab. Das heißt, wenn irgendeiner diesen Golden Buzzer drückt, bist du weiter, unabhängig davon, was die beiden anderen sagen. Hm. Und dann wurde mein Platz dadurch vergeben, weil der Golden Buzzer gedrückt wurde. Das heißt, ich kam gar nicht in eine weitere Runde. Man hat mich dann nochmal zusätzlich eingeladen zum Finale. Da sollte ich dann eine Batman-Nummer machen. Ja, da wäre man dann, ich hätte dann in der ersten Reihe gesessen. Daniel Hartwig wäre auf mich zugetreten, hätte gesagt, oh, wen haben wir denn hier? Sascha Mühle, da ist ja noch eine Rechnung offen. Dann mal schnell auf die Bühne. So, dann hätte ich 5 Minuten gehabt. A, ist mir zu der Zeitpunkt der Stift gegangen. B, stand diese Batman-Nummer noch gar nicht. Ich hatte ein geiles Kostüm aus den Staaten, The Grand Heritage, das große Erbe. Also ein richtig, richtig geiles Kostüm, original. Da kommst du nicht in 5 Minuten rein. Also früher, als ich getanzt habe, hast du Minimum 15 Minuten Zeit, um in deine Klamotten reinzukommen, weil du musst ja vielleicht noch was vorbereiten. Und du, das ist ja nicht so, ich ziehe eine Jacke an und dann bin ich fertig, ja, und mache einmal so durch die Haare, sondern es ist ja schon, du ein bisschen in die Rolle reinkommen, wenn du James Bond machst und so weiter, musst du ein Smoking rein, Fliege und so weiter, bis das alles sitzt und ordentlich ist und dann kommst du ja auch nicht mit Turnschuhen raus, dann hast du ja Lackschuhe an und dann die Waffe, der Laser, das muss alles schon ordentlich sein. Und da habe ich gesagt, ich schaffe das nicht in 5 Minuten, weil es eine Live-Sendung ist. Hätte ich nur die 5 Minuten gehabt. Ich sage, das schaffe ich nicht. So, und dann hat die Bild-Zeitung das nochmal aufgegriffen und hat gesagt, Bohlen verarscht, Supertalent-Kandidat. Weil ich habe gesagt, bringt doch nichts, wenn ich 3-mal Ja kriege und dann komme ich nicht weiter. Was ist denn das für ein System da bei euch? Klingt so wie seltsam, oder? Ja, ja, genau, weil es den Golden Buzzer gab. So. Und dann hat irgendeiner, der mit einer Flex am Auto rumgesägt hat, hat der dann den Golden Buzzer gekriegt. So, ist ja okay, ne? Alles gut. Und und Hunziker sagte, ja, der ist schon ein Schuss, ne? So. Also ist ja in Ordnung. Ich meine, deshalb mache ich es ja. Also es wäre schlimm, wenn ich dort eine Performance mache und die Frauen sagen, ne. Was, der sieht aus wie ein Eimer. Nee, wie soll ich das machen? Für Hund und Katze oder was? Nein, nein. Also deshalb hat mich das natürlich gefreut. Und im Grunde guckst du ja auch nur die an, die es gefällt. Also wenn da einer sitzt und macht, den guckst du ja nicht an. Der versaut ja die Nummer. Deshalb guckst du immer so, wer hat jetzt Bock da auf die Nummer und wer feiert ein bisschen mit und den guckst du an. Ja. So. Und das war das Tempodrom in Berlin, da waren 2000 Leute. Und ich war der letzte Teilnehmer. Also um 13 Uhr war ich da gewesen und um 21 Uhr hatte ich meine Performance erst. So, also ich war gar keiner mehr da. Die China-Leute, die da Akrobatik machten, die waren alle schon weg. Und der Zauberer war schon weg. Also ich habe mich nicht mal in der Umkleidung umgezogen, weil es so voll war. Da war ich dann irgendwie so bei den Toiletten in der Ecke, habe ich dann rumgebastelt, habe noch meine Kostüme verändert, noch ein bisschen mit Alufolie geklebt und so. Habe ich gedacht, das wäre auch nochmal geil. Und so am Ende war die Nummer fast ganz anders, als ich sie geplant hatte. Ja. Und du warst dann Stripper oder wie? Ja, genau. Ja. Beruflich, hauptberuflich? Ja, 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 richtig. Okay, da wissen wir schon mal, was für einen Beruf du ausgeführt hast, aber fang doch mal bei Punkt 1 an. Du kommst aus Hamburg. Ursprünglich aus Berlin. Aus Berlin. Ich bin Berliner. Wir haben ein bisschen umgezogen. Wann ich umgezogen bin? Ja. Als ich 9 Jahre alt war. Mit deinen Eltern? Mit meiner Mutter. Mhm. Vater habe ich nicht. Und dann, okay, auch in Ordnung. Und dann bist du in Hamburg groß geworden und bist dann dort einfach sesshaft geworden? Ja, erst in Blickhede und dann in Lüneburg. In Lüneburg bin ich groß geworden. Lüneburger Heide, Lüneburg. Ja, ja, das ist ganz nett. So, irgendwie 68.000 Einwohner zu der Zeit, ich weiß nicht, wie viele sie jetzt haben. Und dann irgendwann nach Hamburg. Hamburg erst, als ich, keine Ahnung, 16 war. 17. 18. So. In die erste eigene Wohnung, oder was? Nee, die erste eigene Wohnung hatte ich in Lüneburg. Einzimmerwohnung. Badezimmer so groß, so wie du reingehst, so gehst du auch wieder raus. Also da war kein Wendekreis. Und die Küche, das ganz ehrlich, das also was, naja, aber es war die erste eigene Bude, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 32 Quadratmeter oder so. Mhm. Mit Flur. Ah, okay, das ist wichtig. Ja. Du hast bei 68.000 Einwohnern, möchte man ja wahrscheinlich irgendwann schon in die große Stadt ziehen. Mhm. Dann bietet sich Hamburg hier an. Ja. Und dann, da warst du 16, hast du gesagt? 16, 17, 18. 16, 17, 18. Genau, da warst du wahrscheinlich noch kein Stripper. Nein. Wie bist du da so in der großen Stadt reingekommen?
Ich war Go-Go-Tänzer vorher. Ich habe als Go-Go-Tänzer angefangen. Ah. Es war so, ich habe mit 16 angefangen, diesen Sport zu machen, wog 67 Kilo. Mit 18,5 wog ich 97 Kilo. Ich hatte 30 Kilo aufgebaut. Ich habe wirklich nur für diesen, bis morgens um 4 Uhr nachts noch irgendwelche Arnold Schwarzenegger Bücher gelesen. Ja, die große Arnold Schwarzenegger Enzyklopädie, so ein Ding, damit kannst du den Nachbarn erschlagen, wenn er dir auf den Sack geht. Und dann noch einen Plan geschrieben und nochmal hier. Und naja, und dann wog ich 97 Kilo und dann, bin gelernter Restaurantfachmann. Und anerkannter Berater für deutsche Weine. Ich habe also im Restaurant gelernt. Ich war auch Ausbilder im Restaurantfachgewerbe und habe dann irgendwie gemerkt, okay, das ist jetzt alles nett und ich habe es super gern gemacht. Ich war auch sehr gut darin, aber ich habe gedacht so ein bisschen tanzen wäre schon schön. So, und dann habe ich Go-Go getanzt auf der Reeperbahn im Docks, in so einem Käfig. Ja, das war toll. Also das war erstmal cool, weil ich sah früher in der Kindheit aus wie ein Eimer. Also ich war der Schlechteste im Sport. Mich hat man der Mannschaft zugeteilt als Handicap, die zu gut war. Super geil. Und ich hatte auch keine Kohle. Ich komme aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Da war also gar nichts. Scheiß Klamotten, scheiß Körper, ein bisschen doof. Und das ist natürlich nichts, was dich jetzt so ja, beflügelt als Kind oder als Jugendlicher. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich jetzt an, Fitness zu machen. So, und dann bin ich in so einen alten Edeka-Markt, der umgebaut wurde in so ein Gym 80, rein und habe gesagt, ich würde gerne hier trainieren, aber ich habe kein Geld. Ich habe schon die Hälfte der Miete damals gezahlt mit 16, weil ich mir den Satz nicht mehr anhören wollte. Solange du die Füße unter meinen Tisch steckst, sag mal, er sei die Hälfte des Tisches gehört mir. So, also ich hatte meinen eigenen Kühlschrank, mein eigenes Telefon, ich habe alles die Hälfte gezahlt. So, somit hatte ich meine Ruhe. Und dann bin ich rein, ich sage, ich habe nicht die Kohle, aber ich würde hier, was kann ich irgendwie machen oder so? Und sagt, da kannst du hier sauber machen. Und ich habe auch wirklich geputzt, ich habe Treppenhäuser gefegt, gewischt, ich habe in der Fahrschule gearbeitet, ich habe Zeitung ausgetragen, ich habe also alles gemacht, was so richtig geil ist. Damit habe ich mir da mein Lohn und Brot, damit habe ich mir praktisch da meinen Fitnessstudio-Platz, seit ich 16 war, bezahlt. Mit Putzen. So, bis der dann irgendwann mal so einen blöden Spruch gebracht hat, standen so ein paar Mädels an der Bar und sagten, na, am Wochenende wieder schön bei mir Toiletten putzen. Da habe ich gesagt, jetzt kannst du alleine putzen, Arschloch. Mhm. So, dann habe ich gesagt, weißt du was, da gehe ich lieber noch einen dritten Job machen oder einen vierten Job. Drei Jobs hatte ich schon, meinen vierten Job. Aber den Spruch höre ich mir nicht an, weil ich habe schon eh kein Glück bei den Frauen, weil ich halt so kacke aussehe. Und wenn den Spruch noch, ganz ehrlich, musst du mich vorführen vor diesen beiden Mädels, ey, ist mir schon peinlich genug, dass ich Toiletten putze, musst du nicht noch sagen, Arschloch. So, und dann habe ich gesagt, aber jetzt zahle ich. Dann habe ich gezahlt und alles gut. Und dann war das so, habe ich meine Bestätigung darüber bekommen. Dann stand ich auf der Bühne, alle haben mich angeguckt. Ja, dann warst du nicht mehr so das Arschloch. Und ich habe auch viel bei den Türstehern draußen gestanden. Früher gab es in Hamburg das Viva Wenddorf. Da habe ich dann teilweise nur draußen gestanden, weil ich die ganzen Türsteher kannte aus dem Fitnessstudio. Und dann stand ich da und haben alle ihren Stempel gezeigt. Ich gehöre gar nicht hier. Ne? Und das war so geil. Ne? Und ja, und dann irgendwann kam einer auf mich zu. Humanized Entertainment und der sagte, ey, du kannst gut tanzen. Weil ich stand da draußen, irgendwie, also wippte so ein bisschen mit und wahrscheinlich stand ich zu nah an der Bassbox, also das kann man nicht tanzen nennen. Und irgendwie hat mich das ein bisschen geschüttelt, das Ding. Und er sagt, kannst gut tanzen. Und dann bin ich in so eine Tanzgruppe reingekommen mit richtig guten Leuten, mit Inuma. Inuma tanzt für Christina Aguilera, Lady Gaga, Rihanna, Mariah Carey, Janet Jackson. Also für die Besten der Besten. Ich habe Tanzen gar nichts am Hut gehabt. Und dann hast du so Choreo-Tanzunterricht genommen und so. Und da wurde ich aber nie vermittelt. Das war mein Problem. Weil ich eben scheiße tanzen konnte. Ich konnte nicht tanzen. So, ich habe mir zwei Mühe gegeben und sah kacke aus. So, und dann hat er irgendwann gesagt, du pass auf, ich bringe dich mal zu Pandora. Früher gab es auf der Reeperbahn noch so eine alte Esso-Tankstelle und so ein Riesengebäude. Die haben sie jetzt abgerissen. Ja. Da gab es noch mal diese Doku darüber. Ja, genau. So, da bin ich immer noch einkaufen gegangen. Also bin ich morgens, wenn ich aus dem Docks rauskam, Go-Go-Tänzer, rein, frische Brötchen, warme Brötchen, Krabbensalat habe ich mir geholt und habe fast meine ganze Kohle da gelassen. Weil Praktiken muss ich auch noch bezahlen, Tiefgarage und so weiter. Und da hast du ja nicht viel, hast 130 D-Mark damals verdient. So, als Go-Go-Tänzer. Aber für mich war das ein geiles Geld. Und vor allem war das, ey, ich musste keinen Eintritt zahlen in der Disco, weil ich wurde ja gebucht. Ich musste keine Getränke zahlen, weil da war da immer Cola Light im Büro, wo wir uns umgezogen haben. Die gute Cola Light, okay, okay, auf jeden Fall habe ich dann als Go-Go-Tänzer da gearbeitet. Und irgendwann hat dann irgendeiner mal gesagt, im Restaurant, wo ich gearbeitet habe, du, wir haben hier so eine Party wir haben zwei Frauen, 17 Männer. Wir haben jetzt so ein Mädel gebucht, die macht da hier so ein Striptease. Willst du nicht für die zwei Frauen? Und ich sage, ich habe gar keine Ahnung, was soll ich da machen? Und ich sage, mach ich Bob, der Baumeister. So kam ich hier so mit so Gürtel um, so, also mit so einem Handwerkergürtel, ja. So Hammer und so. Und denke, oh, geil. Und so abgeschnittene Jeanshose und so ein Flanellhemd, so auch abgeschnitten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann tanze ich für die beiden. Ne? Und dann habe ich erst mal sie gesehen, was sie gemacht hat. Und dachte, das ist aber scheiße, was die macht. Die hat so eine Rolle vorwärts und eine Rolle rückwärts. Ich dachte, das ist aber kacke. Und dann hat die mit so einer Federbohr, irgendwann drei Stunden vor der Nase, so das
teilweise schon halb niesen musste. Ich denke, das ist doch mal eine Kacknummer. Erstmal kamen die auch zu spät. Ich denke, das ist alles unprofessionell. Also ich weiß ja nicht, wie es geht, aber das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich halt eine Nummer gemacht und habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann muss ich ja ein bisschen unterhalten, die beiden Mädels. Und die eine war alt und die andere war sehr kräftig, ne, sehr dick. Und habe ich gedacht, na, machen wir ein bisschen Spaß, Mädels. Und dann habe ich dann mit der Sahne und dann, wohin damit? Also ich kenne ja die Frauen nicht, kann es ja die Sahne nicht auf den Hintern sprühen. Dann habe ich mir die Sahne auf den Bizeps gesprüht und dann alles, ja, auf die Keule rauf. Und die sind richtig abgegangen und ich habe gedacht, ja, witzig, dann habe ich auch noch eine zweite Keule. Dann musste die Sahne vom Bizeps lecken. Das ist eigentlich völlig bescheuert, aber es war eine lustige Nummer und es war ästhetisch. Ne? Ich habe da nicht, tada, ne? So hier ist alles. Das war immer verdeckt. Und die hatten einfach einen lustigen Abend und die haben gesagt, es war mega. So, und da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich mal zu so einem Stripper-Contest. Und das Gute war, dass der Kollege, also die wollten das ein bisschen witzig gestalten. Das war im C-Club, also im Club in Quickborn. Ja? Und die haben gesagt, wir machen es so, wir nehmen den Profi, und ich war der Amateur, den Profi als Amateur, weil der gewinnt ja dann, weil er Profi ist. Also wir kündigen den als Amateur an, aber er gewinnt dann, weil er ja eigentlich Profi ist. Und den Amateur kündigen wir als Profi an und der wird ja dann verlieren, weil er ja der Amateur ist. So, jetzt der Kollege, der Profi war, war aber so dünn. So, und jetzt wollte der irgendwie eine Dame auf die Bühne raufholen und war aber zu schmächtig, um die da hochzuziehen. Und dann kommt die Erste und sagt, komm her, zieht, geht nicht. Und ich denke, Alter, das sieht aber scheiße aus. Warum gehst du denn die Treppe nicht runter und hackst die so ein und nimmst die mit nach oben? Warum ziehst du die denn da hoch wie so ein Affe? So, egal. Und die Letzte wollte ihm helfen und dachte, es wäre eine gute Idee, weil er griff sie so und dachte, ich springe dem mal entgegen und hat ihn aber mit dem Kopf ans Kinn erwischt und ausgenockt. Dann bumm, lag er da auf der Bühne und die Show war vorbei. Habe ich gedacht, geil, gewonnen. Ich habe dann meine Nummer noch gemacht, bin dann halt von der, die hebe ich nicht hoch, dann bin ich da runter die Treppen und habe die eingegangen. Möchten Sie mich begleiten, gute Dame? Ja, ja, und dann kamen wir da hoch, dann haben wir die Nummer gemacht, alles gut und dann habe ich gewonnen. Dann hieß es, der Gewinner! Und ich denke, oh, dann hatte ich da den Stripper-Contest gewonnen. Das ist ja eine tolle Nummer hier. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du musst einmal strippen, kriegst in der Regel mehr als Gogo-Tänzer. Und ein Gogo-Tänzer geht 3-4 Runden raus, 15 Minuten. Und Stripper geht einmal vor, macht 10-12 Minuten und tschüss. Ich denke, ey, mehr Geld für weniger Leistung? Ist ja genial. Vor allem, wenn ich als Gogo-Tänzer getanzt habe, hatte ich ja damals manchmal so 5 Türken, die mir alle böse in den Käfig reingeschaut haben. Und ich gedacht, guckt euch, was sollt ihr denn? Also, fühlt euch doch jetzt nicht angepisst. Fühlt man sich denn nicht so ein bisschen vorgeführt, wenn man in so einem Käfig tanzt die ganze Zeit und Leute glotzen einen an? Ja, wenn sie dich lustig machen, wenn sie da anfangen, dir selber einen vorzutanzen und so, ja, ich kann viel besser tanzen und so, ja, dann lass sie doch buchen, Idiot. Ne? Oder wenn sie dann so dich nachäffen oder so. Es gibt ja immer so ein paar Idioten, ne? Das ist dann doof, ne? Aber dann guckst du halt die nicht an, ist kein Problem. Aber es gibt auch Leute, die haben Spaß. Wenn du wirklich was drauf hast, dann kannst du im Käfig ja an den Stangen Überschlag machen, also eine Nummern und kannst da Human Flag und so. Das, also wir hatten ja gute Jungs auch dabei. Also wer sich darüber lustig macht, ja, Macke. Egal. Wie lange hast du das gemacht? Also das, 15 Jahre. Und beim Supertalent, war das so die Endphase von dem Ganzen oder warst du da mittendrin? Nee, da war ich mittendrin. Ich habe vorher noch für Belletage Entertainment gearbeitet, für Popnacht. Das war Europas glamouröste, exklusive Erotikparty. Aber alles, ne, also keine Pornoparty, sondern Erotikparty, ja. Also mit Erotik spielst du ja nur in den Gedanken der Menschen, ja. Und die habe ich auch moderiert. Da war ich Johnny Bravo und habe dann gesagt, Ladies and Gentlemen, wir präsentieren heute Nacht das erotische Highlight des Jahres zu Gast hier bei euch in Osnabrück im Alanepalais. Meine Damen und Herren, die Popnacht. Das heißt, die aktuellen Stars und Sternchen der Erotik, Model und Pornobranche live hier auf dieser Bühne. Wir haben für euch ein Nonstop-Programm, bla bla bla. Kann ich heute noch auswendig. So, und dann habe ich da die Nummer moderiert. Und das habe ich 7 Jahre oder so gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich will nicht immer reisen. Also ein Club da, ein Club da. Und das Problem ist, es war so eine Veranstaltung, wo teilweise die Leute gar nicht wussten, was ist denn heute Abend? Und dann waren die da und dann erzählst du denen, jetzt ist heute hier Striptease. Nee, ich wollte tanzen. Sondern das mochte ich nicht so. Ich wollte mich nicht anbiedern. Ne? Und dann wollte ich zu den Chippendales, weil ich gesagt habe, das ist viel cooler, weil da geht ja nur der hin, der es auch sehen will. Ist ja klar. Also da gehst du, was ist denn hier los? Was sind das für Männer? Das passiert ja nicht. Also da bist du ja ein bisschen neben der Spur, wenn du da nicht weißt, wo du da sitzt. Ne? Ist ja klar. Und dann kam es erst noch so ein bisschen zur Problematik, weil die Chippendales nicht supporten. Das heißt also, die haben sowieso so viel Zuspruch, da die betteln nicht, kommen sie zu uns, kommen. Ja? Und dann brauchst du ja eine Green Card, um da drüben arbeiten zu dürfen. Und dann wollte mein Management irgendwie 200.000 Euro haben. Die haben gesagt, wir bezahlen gar nichts. Also er kann froh sein, dass er zu uns kommen kann und bla 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 bla. So, auf jeden Fall habe ich dann aufgehört bei Popnacht. Dann ist das Ding auch kaputt gegangen. Dann hat sich das ein bisschen neu justiert in der Gruppe, die ich jetzt nicht nenne. Aber auch bekannt. Und
Habe ich die Frage beantwortet? Was war die Frage? Wie lange das Ganze gemacht hat? Ja, oh Gott, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, ey, so die Nächte mir immer um die Ohren schlagen, das ist auch nicht mehr so meins. Ich fing dann an mit dem Personal Training, weil ich hatte ja 2013 die Europameisterschaft gewonnen, WBFF, das ist The World of Beauty, Fitness and Fashion. Da geht es darum, dass du rauskommst und nicht eine Glatze hast und so, ne, so das Monster aus dem Sumpf, sondern mehr so, hey, geiler Body, aber auch geile Fresse und vielleicht auch noch so geiles Kostüm, so gerade die Männer alle im schicken Anzug, alle unterschiedlich, ja, natürlich, ne? Die Frauen alle mit Kostümen, Engelsflügel à la Victoria's Secret. Und das hatte man uns dann auch auf der Pressekonferenz gesagt, ihr seid so hübsch wie Victoria's Secret Models, ihr seid nur besser in Form. So, und dementsprechend, und da habe ich dann in Kopenhagen, Dänemark, im Radisson Blue 5-Sterne-Hotel da den Europameisterschaftstitel geholt. Da waren 30 Teilnehmer und habe dort von 30 Teilnehmern den ersten Platz gemacht. Bist du dann darüber so langsam in diese Fitnessbranche reingerutscht?